So, jetzt starte ich nochmal die Aufzeichnung. Ich habe gerade nochmal live probiert. Jetzt kam das und ich hatte es eben auf den Kopfhörern. Deswegen, wer das jetzt kurz gesehen hat, ich war jetzt selber irritiert, dass es eben funktioniert. Ich hoffe, dass es dann eben morgen funktioniert. Morgen wird dann gegen 8.30 Uhr dann das Video live gehen. Soweit der Plan erstmal. So, die Pläne ja in der letzten Woche und auch in dieser Woche schon gingen jetzt im Prinzip sehr gut auf. Gerade eben im Verbund mit dem DAX auch, wo ich hier diese Marke hier eingezeichnet habe, gestern gegen 12.30 Uhr. Eben Schlusskurs erst unter, ein Tagesschlusskurs unter 10.090. Wird es gefährlich? Das hat er hier an dem Tag. Der DAX war zwar eng, aber er hat es nicht erreicht. Und eben heute schoss er dann nach oben, nachdem er wirklich hier angezählt war. Gold, das schwarze Gold, läuft weiter nach oben, hat keine Verkaufssignale generiert. Hier wurde klar auf fallende Kurs oder beziehungsweise auf ein Verkaufssignal gesetzt, was eben noch nicht aktiviert worden ist. Gleichzeitig wurde hier, das war jetzt eben auch wieder eher Glück, auf Xetra hat hier der Stopp jeweils gehalten und hier wurde der Stopp auf dieses eher nachgezogen und hier sind alle Kursziele abgearbeitet. Klar, wo mal Glück oder auch Pech liegt manchmal eng beisammen, deswegen hier zum Beispiel beim Pfund gegenüber neuseeländischen Dollar ist man hier ausgestoppt worden. Anschließend zog es klar an die Kursziele ran. So, apropos Kursziele und Korrekturziele. Vielleicht kann sich noch jemand an diesen Chart erinnern. Am 6. Ja, naja, habe ich genau am Wochenende gezeichnet. Da hätte es die Chance gehabt, gleich zu steigen oder eben auf die 1235 zu fallen. Und siehe da, im Tief exakt hier an der Marke dann gedreht. Ich habe es dann auch gleich, nachdem wir 2 Dollar, also nachdem diese Stundenkerze, kurz bevor die Stundenkerze zu Ende war, gleich erzählt, ja, hier könnte es eben im Laufe des Tages ein belastbares Tief geben. Und es hat hier auch so geklappt, wie vermutet. Ich meine, klar, es sind Wahrscheinlichkeiten zwischendrin. Vor 2 Wochen lief es eben, ehrlich gesagt, auch nicht ganz so toll, die ganzen Analysen. Jetzt in der Woche ist der Markt sozusagen wieder auf meiner Seite und passt so gut wie alles im Prinzip wieder. Hier das euro-kanadische Dollar-Setup wurde intraday, wurde hier das erreicht. Das ist jetzt hier nur leicht verschoben. Da wurde die Stop-Buy-Marke gesetzt. Und eben dann nach oben aufgelöst. Denn das Tageschart-Setup wurde ja nicht aktiviert. Hier im US-Dollar, kanadischer Dollar, gab es hier eben noch ein Fibonacci-Ziel. Heute das jetzt noch nicht erreicht. Allerdings das Kursziel, was hier erwähnt worden ist in den Analysen bei 1,28, dann auch super erreicht und deutliche Gewinne konnte man hier einfahren. Schauen wir auf Twitter. Twitter liegt jetzt hier nur noch leicht im Plus. Hier fehlt die Dynamik. Ist jetzt schwierig. Entweder man kann auch hier einfach den Stopp auf Einstand setzen und abwarten oder auch noch das Risiko eingehen, einen Dollar zu verlieren. Hier der Dow Jones hat auch das Kursziel exakt erreicht und kommt bei der 18.000er Marke nicht drüber. Und für mich jetzt auch erstmal, ja, wie ich schon gestern erwähnt hatte, mit dem neuen Hoch ist eigentlich auch, könnte es erstmal vorbei sein. Und der Nasdaq hat hier das Ziel vorbörslich. Da kann man hier
Vorbörslich wurde hier diese Gap-Kante getroffen und somit auch das Kursziel erreicht, ohne in den Stopp zu gehen. Wie gesagt, diese Woche bzw. letzte Woche hat dann sehr gut alles geklappt. Hier die ATVA ist jetzt auch noch ins Plus gegangen. Die Bayer war ja auch dann erstmal sensationell hier am EMA 200. Minimal abgeprallt und jetzt auch drüber, aber das Kursziel lag ja hier. Also auch vollendet. Cinco Solar kann liegt im Minus, allerdings hier exakt im grauen Bild. Beziehungsweise Szenario hier, das WTI bleibt hier in dem Aufwärtstrend und brennt. Hat hier jetzt noch rund einen US-Dollar. Dann könnte man hier auch, aber nicht direkt antizyklisch, außer der jemand ist wirklich ja, so mutig, sage ich mal, dann kann man auch hier ganz antizyklisch eine Mini-Position eingehen. Aber ich warte hier erstmal ab. Eventuell ist hier was denkbar, aber eigentlich sollte man hier im Stundenchart dann auf eine kleine Umkehrkerze eben warten. Das war's. Die Märkte handeln ja noch. Anderthalb Stunden ist, denn wir haben 20.30 Uhr. Und wie gesagt, ab morgen dann 8.30 Uhr, 8.40 Uhr. Ja, eher 8.40 Uhr werde ich dann eben eine Live-Schaltung machen und das dann auch nahezu durchgehend, sollte das so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Danke und noch einen schönen Abend.